Hallo und herzlich willkommen zum Beginn der Woche hier bei mir bei Malkiel und bei Energiereich Glücklich. Ich freue mich, dass du heute Morgen mit dabei bist und wir schauen gleich mal hinein, was denn so die Tendenzen des Tages für uns alle sind. Und da haben wir das Geschenk, den Geliebten und das große Glück. Also hier geht es ganz klar um die Liebe. Wow, ein richtig toller Wochenstart. Denn etwas Unerwartetes und vor allen Dingen Großes und sehr Positives passiert in deiner Herzensverbindung mit deinem Seelen, mit deinem Wunschpartner, mit deiner Dualseele, mit deinem Partner oder für die Singles ist hier ein Mega-Kennenlernen heute drin. Und wir schauen jetzt im Einzelnen, wie es für die Elemente dann doch aussieht. Und wir beginnen beim Element Feuer. Die schicksalhafte Liebe für die Sternzeichen. Aber Widder, Löwe und Schütze. Da haben wirklich Herz und Kreuz. Es ist die schicksalhafte Liebe, die karmische Liebe, die heute ganz bedeutsam für euch sein wird. Dann haben wir das Erdelement. Wow, Neubeginn in der Partnerschaft. Das umfasst die Sternzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock, also Kind und Ring, Neustart in der Partnerschaft, ein Wiederbeginn, eine Wiederaufnahme oder eben eine ganz neue Beziehung, die vor der Türe steht. Ja, bei den Luftzeichen, da geht es ganz um die Sexualität. Da kann es heute auch mal zünftig werden, ne? Wollen wir mal sagen, also die Zwillinge, die Wagen und die Wassermänner haben Lust auf Bewegung. Und für das Element Wasser haben wir Mond und Wege, emotionale Entscheidungen, die heute kommen. Das Wasserelement sind die Sternzeichen Krebs, Skorpion und Fische. Und auch hier kommt es zu diesen Entscheidungen. Diese Entscheidungen kriegen einen großen emotionalen Spielraum und es wird hervorragend werden. Mensch, ein grandioser Wochenstart für alle und genau das wünsche ich euch. Alles Liebe, dein Malkiel. Ciao.